Hallo, meine Lieben, 9.46 Uhr. Ja, ich bin heute sehr spät dran. Erstmal habe ich bis 8.30 Uhr geschlafen. Heute ist ja nicht ganz so viel los, weil die Jungs nicht zur Schule müssen, deswegen, oder mein einer Junge nicht. Und insofern hatte ich ein bisschen mehr Zeit und mein Mann musste auch nicht so früh hoch. Der ist auch erst um 9 Uhr aufgestanden. Den habe ich gerade verabschiedet. Der ist weg. Jetzt muss ich hier noch klar Schiff machen. Fleisch habe ich schon rausgeholt, weil meine Tochter heute vom Müll habe ich rausgebracht. Den habe ich aber nicht an die Straße geschoben. Das habe ich jetzt tatsächlich verplant. Das wollte ich noch machen. Heute ist Freitag am Brücken, also ein Feiertag. Und dann, glaube ich, holen die sowieso nicht ab. Aber ich könnte die trotzdem an die Straße stellen, falls sie doch kommt. Naja, werde ich nochmal gleich machen. Ich werde jetzt nochmal hier durchwischen und dann frühstücken. Mein Kaffee läuft durch. Die Kleine hat schon gefrühstückt. Meine Enkelin ist nämlich immer noch hier. Und ja, geschminkt bin ich noch nicht ganz fertig. Ich habe zwar Foundation drauf, aber noch keine, es ist doch dunkel schon wieder, ne? Aber keine Wimpern gemacht und Augenbrauen, das mache ich noch gleich. Ja, ansonsten haben wir heute Abend leider, so sieht es auch viel zu hell aus, oder? Wir haben heute Abend leider einen kleinen chirurgischen Eingriff bei meinem Jungen. Ich hatte euch erzählt, dass ich einen Termin habe heute. Den muss er leider über sich ergehen lassen. Ich hoffe, dass alles gut geht. Das würde uns wirklich alle sehr, sehr erleichtern. Um 6 ist der Termin in der Praxis. Ich war noch nie da. Mein Mann hat den Termin organisiert. Insofern müssen wir mal gucken, dass das auch alles gut geht. Er muss nicht nüchtern sein, sagte der Arzt. Ich habe mit ihm am Freitag gesprochen. Nee, am Freitag, Mittwoch vor dem Feiertag, am Mittwoch, habe ich mit ihm gesprochen. Er sagte, er muss nicht nüchtern sein, darf was Leichtes essen und darf auch trinken, soweit er möchte. Ja, müssen wir mal gucken. Ich denke mal, der Eingriff wird eine halbe Stunde gehen, so ist es geplant. Ja, schön ist nicht. Ja, aber wir müssen auch noch ein paar andere Sachen, müssen auch noch erledigt werden. Meine Tochter soll so gegen 12:01 kommen. Ich dachte ja, sie kommt um 10, aber nee, ist doch erst Mittag. Ist es ja aber auch gleich schon. Es ist 9.48 Uhr inzwischen. Jetzt werde ich frühstücken und wir sehen uns. Habt ganz viel Spaß bei dem Vlog. Hallo, ich bin dabei, Essen zu kochen. Wie ihr seht, es ist 12.20 Uhr, zwar noch relativ früh für uns, aber ich weiß nicht, ob meine Tochter im Flugzeug hat essen können. Deswegen werde ich auf jeden Fall das Essen schon mal vorbereiten und nachher werde ich auch nicht so viel Zeit haben, weil, wie gesagt, ja, der kleine Eingriff bei meinem Sohn stattfinden muss. Deswegen hätte ich gern schon alles rechtzeitig soweit fertig, dass die Kinder zumindest versorgt sind, Essen haben, meine Tochter essen kann, wenn sie Hunger hat. Ich werde jetzt das Fleisch einfach braten. Ich habe jetzt hier mal was rausgeholt. Das sind ja diese Steaks, diese Kalbsteaks gewesen und Kalbsstückchen, glaube ich. Das ist auch ein Steak, weiß ich noch nicht. Muss ich nochmal genau inspizieren. Und werde jetzt hier Butter reinmachen und einfach nur Bulgur oder Reis dazu. Weiß ich noch nicht genau. Mit Zwiebeln brate ich das an. Vielleicht noch ein bisschen Gemüse dabei. Mal gucken. Ich bin jetzt dabei, Fleisch zu braten. Ich habe jetzt die Kalbsteaks schon mal von einer Seite angebraten, habe aber noch nicht gesalzen oder gepfeffert. Bulgur habe ich mich entschlossen zu machen. Das ist hier schon in Arbeit, ja, und das Gemüse. Die Zwiebeln werde ich hier jetzt gleich dazu machen, aber ich glaube, das Gemüse mache ich extra mit ein bisschen Tiefkühlgemüse noch in einem Topf. Ich glaube, das ist besser, sonst wird das hier so soßenartig. Das wollte ich heute eigentlich nicht. Ja, soweit alles bereit. Ist auch schon 12.33 Uhr, ich weiß nicht. Meine Tochter wollte eigentlich schon hier sein, hat mein Mann hoffentlich auch geschafft, sie abzuholen, sonst ist es in Hamburg. Sonst ist es nämlich in Hamburg eigentlich auch kein Problem, zu uns zu fahren, weil wir zum Glück am Hamburger Flughafen direkten Bahnanschluss haben. Also da kann sie mit der U-Bahn, ist das U-Bahn oder S-Bahn, weiß ich jetzt auch gar nicht. Ich bin da noch nie gefahren vom Flughafen. Ich habe gesehen, als wir aus Alanya nach Hause gekommen sind, dass der direkt am Ausgang des Flughafens ist, dann ein Eingang zur U- oder S-Bahn. Keine Ahnung. Naja, das wird kein Problem sein. Auf jeden Fall habe ich jetzt soweit alles fertig. Dann muss ich noch mal eben Gemüse braten. Ich bin gespannt, wie es meinem Sohn geht. Der ist nämlich krank. Der hat ganz schön Schnupfen gehabt gestern, wisst ihr ja. Und da er heute Abend den Eingriff hat, ist es natürlich nicht so günstig. Und wenn es ihm heute auch noch nicht so gut geht, also ich hoffe nicht, dass er Fieber hat oder so. Ich glaube, die OP kann trotzdem stattfinden, soweit ich mich da auskenne, wenn kein Fieber da ist. Aber meine Tochter kommt ja, die ist ja Ärztin. Die wird mit Sicherheit bei der OP dabei sein. Bin froh, dass sie heute kommt. Dann
ist es immer besser, wenn die Schwester dabei ist und assistieren kann. Ich denke, da sie auch eine Arzt, da sie auch in der Chirurgie ihre Facharztausbildung macht, denke ich, würde sie sicher assistieren lassen. Das werden wir mal gucken. Jetzt brauche ich aber Tiefkühlgemüse. Ich komme da nicht ran mit einer Hand. Also müsst ihr jetzt erstmal beiseite. So, wir sind dabei, das Gemüse zu machen. Ich habe mich entschlossen, Bio-Pfannengemüse dazu zu braten. Was ist denn das eigentlich für eine Sache hier? Oh, asiatische Art. Da sind ja Keime drin bestimmt wieder hier. Die wollte ich eigentlich nicht haben. Aber naja, ich denke, das wird trotzdem ganz lecker werden. Das werde ich machen und werde da auch diese Keimlinge, meine ich. Habe ich Keime gesagt? Nee, nicht Keime, das wäre schlecht. Keimlinge sind da drin. So, das werde ich anbraten in der Pfanne. Und hier sind wir jetzt schon fast so weit, dass ich würde sagen mal, dass wir salzen können. Das werde ich jetzt hier mal machen. Habe ich hier eigentlich schon reingemacht? Mal gucken. Ne, da ist auch noch kein Salz drin. Machen wir mal eben. Und hier auch. So. Okay. Gesalzen haben wir. Pfeffer. Dann mache ich nämlich auch noch mal ein bisschen Ketchup dazu, also Thymian. Aber noch nicht jetzt, der wird noch nicht gepasst. Ein bisschen länger anbraten. Jupp, das war's erstmal. So, hier sind übrigens keine Keimlinge drin. Keime sind natürlich hoffentlich auch nicht drin. Da habe ich geguckt, da bin ich immer so ein bisschen seit EHEC vorsichtig mit, seit diesem Skandal. Auf jeden Fall brate ich das jetzt schön an. Ich wollte eigentlich mit Zwiebeln nochmal anbraten. Das habe ich vergessen. Ich glaube, das hole ich nochmal eben nach. Brate auch hier Zwiebeln an und gebe das Gemüse dann dazu. Und hier sind wir auch schon fast so weit, glaube ich. Ich will nochmal einmal wenden. Dann kann ich da nämlich auch würzen nochmal. Die Zwiebeln lasse ich einfach nur so ein bisschen glasig dünsten und dann müsste auch eigentlich alles fertig sein. Also ich werde jetzt hier auch nochmal salzen und Pfeffer und Thymian, ich weiß nicht, vielleicht gebe ich das gar nicht dabei heute. Ich glaube, das reicht einfach auch, oder? Ich könnte auch noch ein bisschen Fleischgewürz dazu machen. Ich weiß nicht. Nee, ich glaube, das reicht. So, ich habe jetzt hier das Gemüse in die Pfanne getan, auch die Tomaten mit den anderen Sachen, mit dem Paprika, die da noch drin waren. Bulgur müsste fast fertig sein. Fleisch ist schon fast fertig. Jetzt muss ich meinen Mann mal anrufen, weil meine Tochter müsste schon lange hier sein. Ich mache mir gerade Sorgen, wieso sich hier keiner meldet. Meine andere Tochter hat auch eben angerufen. Also ich bin hier voll in Action, Leute. So, ja, ich erreiche niemanden. Ich erreiche weder meinen Mann, noch erreiche ich meine Tochter. Mein Mann klickt mich weg. Ich habe schon dreimal angerufen, warum auch immer er mich wegklickt. Entweder hat er eine wichtige Besprechung. Oder, keine Ahnung, ist irgendwie eine Verbindungsstörung. Auf jeden Fall rufe ich ihn an, es klingelt vielmehr und dann fällt es in den besetzten Modus. Naja, auf jeden Fall, jetzt ist Shit, 12.58 Uhr. Ich rufe jetzt mal meine große Tochter wieder an und frage nach, ob die ihren Mann erreicht hat. Der ist nämlich bei der Arbeit und den will ich da auf keinen Fall stören. Die wollte ihm nämlich eine SMS schicken und gucken, ob er irgendetwas weiß, wann und ob da alles pünktlich weggegangen ist. Genau. Und ja, ich bin hier mal in Warteposition. 12.58 Uhr inzwischen schon. Ich rufe jetzt meine große Tochter an. Ja, meine Lieben, wie ihr seht, ist der Koffer da. Meine Tochter ist angekommen. Ja, und wir haben inzwischen auch schon gegessen. Ja, die war schon, also kurz nachdem ich meine große Tochter, meinen Schwiegersohn angeschrieben hatte, sagte er auch schon, nee, sei alles gut abgeflogen, alles rechtzeitig. Also, und dann kam sie auch schon an mit meinem Mann. Der hatte sie nämlich dann doch abgeholt. Ja, gegessen haben die alle schon. Aber ich muss euch sagen, dass ich dieses Gemüse überhaupt nicht mochte. Also keine Ahnung warum. Das hatte so einen ekligen Nachgeschmack, finde ich. Also mochte ich jetzt nicht so gern. Sieht auch überhaupt nicht lecker aus. Also keine Ahnung, das werde ich auf keinen Fall nochmal wieder kaufen. Es sei denn, ich mache da irgendwie so eine Currysoße oder so mit dazu. Dann könnte ich mir das noch ganz gut vorstellen. Es regnet wirklich den ganzen Tag. Inzwischen ist es schon 15.24 Uhr. Wir reden die ganze Zeit im Wohnzimmer. Ja, das ist ganz lieb. Ich habe mich gefreut, dieses hier wieder zu sehen. Jetzt habe ich aber leider Bammel vor dem Eingriff nachher. Ja, da steigt jetzt die Aufregung bei mir langsam. Ich hoffe, dass alles gut geht und ja, ich werde mich wieder bei euch melden. Fotolab-Check hier. Hallo. Ist da.
Praxisfenster. Die haben meinen Mann gerade nochmal zurückgerufen. Warum auch immer. Ich weiß es nicht. Wir sind im Wartezimmer gewesen und der Arzt hat ihn nochmal reingerufen, mein Mann. Hoffentlich ist alles in Ordnung. So, mein Lieber. Der Kleine wird gerade operiert. Es war zum Glück nichts. Ich habe echt ein Herzinfarkt gekriegt eben. Es war nur eine Kleinigkeit, die besprochen werden musste. Jetzt ist mein Mann eben los und hat das Auto. Wir haben es ein bisschen weiter weg geparkt. Er holt es jetzt hierher. Und ich warte in der Zwischenzeit. Es dauert ungefähr eine Stunde. Mit der Betäubung und Nachsorge und so dauert halt. Bis später, ich melde mich dann zu Hause wieder. Mein Auto, das ist der Ding, den ich noch hatte. Den Pullover hatte ich, glaube ich, noch von C&A. War das auch Kick? Ich weiß nicht. Und die Hose auch von Kick, meine ich. Schuhe aus von eBay und ja, dann haben wir das auch abgehakt für heute. Meine Lieben, wir sind wieder zu Hause. Unser Sohn liegt jetzt auf dem Bett. Es ist zum Glück alles gut gegangen und ich melde mich aber nachher nochmal bei euch. So, mein Lieben, ich wollte mich von euch verabschieden. Geh mal hier runter, weil oben ist es voll. Natürlich waren meine ganzen Söhne da, um dem Kleinen eine gute Besserung zu wünschen. Ja, es ging, die OP hat, also dieser kleine Eingriff hat ungefähr eine Stunde gedauert, hatte ich euch ja erzählt. Und ich hatte euch ja so ein bisschen zwischendurch auch mitgenommen. Zum Schluss war es dann nochmal so, als er aufgestanden ist und wir ihn nach Hause bringen wollten, ist sein Kreislauf so ein bisschen zusammengebrochen, sodass er ja fast umgekippt ist. Also wir haben ihn dann gehalten und dann haben wir ihn nochmal hingelegt, Füße hoch und Arzt war auch sofort natürlich da zur Stelle. Wir hatten uns auch gerade mit dem Arzt sowieso unterhalten. Ja, und dann haben wir ihn nochmal hingelegt, haben Füße hoch und dann haben wir natürlich nochmal einen Schreck bekommen, war aber nicht schlimm. Er hat sich ja schnell erholt, hat ein Glas Orangensaft bekommen und Wasser getrunken. Und dann haben wir ihn auch nach Hause gefahren, dann wurde ihm nochmal im Auto schlecht, als wir nach Hause gefahren, dann haben wir ihn aber auch hingelegt und meine Tochter war ja auch die ganze Zeit während des Eingriffes dabei. Die hat zwar nicht assistiert, aber zugeguckt und ja, insofern waren wir erleichtert, dass meine Tochter dabei war. Jetzt ist es ungefähr 10 nach 11 und ich denke, es ist Zeit, Abschied zu nehmen von euch. Schlaft schön, habt ein schönes Wochenende. Ja, im Übrigen, meine kleine Enkelin wollte ich noch erzählen, die wurde abgeholt von ihrem Vater. Eigentlich wollte sie nicht, die wollte noch unbedingt hierbleiben. Ja, klar, weil hier eine Menge los war. Meine Kinder waren ja alle hier und haben zur guten Besserung, um gute Besserung zu wünschen, wollte sie eigentlich auch noch hierbleiben. Ich habe gesagt, mein Sohn soll sie mitnehmen, weil, er hat dann auch selber gesagt, ich nehme sie mit, weil die Kleine schläft ja bei mir im Bett und also zwischen meinem Mann und mir und ich möchte aber heute gerne, dass mein Sohn, der die OP hatte, bei mir im Zimmer schläft. Das heißt, der wird bei mir schlafen und dann, wir haben dann noch so ein extra Bett bei uns im Zimmer und dort wird er schlafen. Da schläft normalerweise meine Enkelin oder ich schlafe in dem Bett, wenn sie neben meinem Mann, also zwischen mir und meinem Mann schlafen möchte. Das kommt immer darauf an, wie sie es gerne hat und manchmal schläft sie auch in dem einen Bett neben mir oder sie schläft zwischen uns. Und da soll heute mein Sohn schlafen. Das ist bestimmt besser, wenn ich ihn noch kontrolliere, weil es noch Nachblutungen natürlich geben kann. Da kann ich dann auch nachts immer aufpassen, dass er sich auch nicht auf die Wunde legt und ähnliches. Da dachte ich mir, das ist bestimmt besser. Der Arzt hat aber gesagt, er kann auch alleine schlafen, so ist es nicht. Aber ich denke, das ist am besten. So, und gute Nacht. Wir sprechen morgen weiter.